Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part ist unser Doom weggestorben, als wir versucht haben, Space Roar zu fangen und Space Roar ist ein Palkia mit dem Wesen mäßig und mäßig ist, glaube ich, unglaublich episch für Palkia. Und das war eigentlich auch schon fast alles, was wir im letzten Part gemacht haben. Ich wüsste zumindest nicht, was wir sonst gemacht haben. Ich habe vergessen. Dabei war das erst gestern. Naja, aber ich glaube, wir waren irgendwo in der Wüste. Ja genau, wir waren in der Wüste. Im Wüstenressort habe ich Palkia gefangen. Da muss ich jetzt also wieder hin, weil da noch Trainer sind. Und noch eine Chance, ein Pokémon zu fangen. Und ich wollte Tränke kaufen und Pokebälle. Weil im Wüstenressort gibt es ja noch den tollen Haustempel-Ding da. Und da kann man ja noch ein Pokémon fangen. Ich zumindest kann ein Pokémon fangen. Und ich wollte Tränke kaufen, genau hier. Kann ich helfen? Ja, du kannst helfen. Du könntest eine Superbälle verkaufen. 10 Stück. Ja, danke. Und ein paar Supertränke. Auch 10 Stück. Ja, danke. Beleber brauche ich eh nicht. Kann ich eh nicht benutzen. Kann ich was verkaufen? Ich habe doch bestimmt Nuggets. Ich habe immer Nuggets. Ich habe Perlen. Die kann ich verkaufen. Die ist von geringem Wert. Das ist wirklich wenig. Sternstaub. 1000, ja, geht auch noch. Hust. Ich komme gerade von der Schule und ich habe keine Lust auf Schule. Na, warum ist die Ferien schon vorbei? Oh, Ferien. Ich mochte die Ferien. Kann man nichts machen, dass die vorbei sind. Nee, bin ich gerade durch ihn durchgefahren? Er ist ausgewichen, nachdem ich in ihn reingefahren bin. Er ist ein äußerst intelligenter Mensch. Ich wünschte, ich wäre auch so intelligent wie er. Das wäre cool. Best. Ach nee. Ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht mal ausweichen. Ja, hallo, ich kenne dich. Du hast einen Zekrom. Und einen Shadrago. Mein Level 16. Hallo Zekrom. Guck mal Zekrom. Das ist ein Uber-Battle hier. Deswegen. Terra-Volt. Kann ich eine Drachen? Nein. Antikkraft? Ist doch speziell, oder? Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Das ist wenig, ich wechsle. Oh Gott, Drachenrot. Zum Glück hat Palkia mehr als 40 KP. Gefrierer. Ich hoffe mal, dass jetzt keine Drachenwut kommt. Space Draw, das reicht. Du schaffst es, Gefrierer. Antikraft, okay. Damit kann ich leben. Das ist speziell, du bist physisch. So. Ich habe immer noch geguckt, auf welche Taste ich L gelegt habe. Eissturm. Und es macht gut Schaden. Genug zumindest. Tschüss. Reshiram, genau. Das war Reshiram. Zekrom meine ich. Und hallo Shadrago. Und gleich auch wieder tschüss Shadrago, weil du Shadrago wirst keinen einzigen Eissturm überleben. Ach, das Gefrierer schneller als du. Mehr ist doppelt so schnell sogar. Weg. So. Da ist mir gerade schon wieder was reingepluppt. Wieso lebt es noch? Stimmt, das hat ja ganz knapp überlebt, fällt mir ein. Verdammt. Aber ich bin immer noch schneller. Denn ich bin Gefrierer. Pulverschnee. Ich will es nicht physisch angreifen. Könnte sein, dass es Rauhaut hat oder wie die Fähigkeit heißt. Wird nicht Rauhaut. Nämlich schade, wenn ich es nicht so. Ich meine nicht Eisenstachel. Hieß doch so, oder? Hab ich vergessen. Ich hatte nie eins dieser Pokémon, die diese Fähigkeiten haben. Nein, ich habe keinen Tentantel. Ich habe nur ein Tentantel in Showdown. Und das ist Englisch. Also weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Hehehe. Ich bin wieder instinktiv zur Heilfrau gelaufen. So, und hier war das doch, oder? Das war hier. Ich bin mir sicher, das war hier. Ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Ich rede aber nie über irgendwas Wichtiges. Also kann es ja nicht so wichtig sein. Wichtig, wichtig. Kuszilla. Stimmt, das ist ja auch schon ein anderes Gebiet. Aber hier darf ich nichts fangen, weil ich da drin was gefangen habe. Tja, Kuszilla. Da guckst du was. Space Dwarf. Space Dwarf Akkauerwelle. Und wie viel Schaden macht das? Sollte auch ein Baby-Pokémon wie Kuszilla ganz gut Schaden machen von einem Palkia. Ja, damit bin ich zufrieden. Die sind auf dem gleichen Level, damit bin ich durch und durch zufrieden.
Es hat sich natürlich nicht selbst getroffen. Nur das war wenig Schaden. That wasn't much damage. Aquabelle. Und ich habe übrigens immer noch nicht gegessen. Das ist schon 16.55 Uhr. Das ist ziemlich spät, um was zu essen. Muss ich schon sagen. Eigentlich hatte ich vor, gegen 2 zu essen, aber da war ich ja in der Schule. Scheiß Schule. Hallo du. Ich bin eine Pflegerin, aber hauptsächlich verstehe ich mich kein Pokémon-Trainer. Ja, halt zu kämpfen. Oh ja, schön, du bist eine Heilerin und du hast das für ein Pokémon? Bestimmt, dass das nicht zu einer Heilerin passt. Ja, Skorgro passt eindeutig nicht zu einer Heilerin. Hallo Skorgro. Level 22, damit komme ich, da komme ich mit Space Dua gut dran vorbei. Denn es ist Space Dua. Und Space Dua ist ein Palkia und es wird unglaublich schwer werden, Space Dua zu leveln. Aquavelle. Während die Attacke ab Akrobatik. Ich wechsle. Zu Gefrierer. Hat doch gute Def, oder? Verteidigung 37. Hm. 43. Die Schnecke. Was ist denn das? Okay, ich werde jetzt auf Gefrierer wechseln und hoffen, dass er nicht wieder die gleiche Attacke einsetzt, sondern irgendwas Schwaches, um es dann mit einer Eisattacke zu killen. Au. Wow. Das ist mir zu viel Schaden. Setz was anderes ein. Los. Ich fände es echt toll, wenn da was anderes einsetzt. Sogar die eine Chance haben. Sogar eine realistische Chance. Hör auf damit. Okay, ich kann es jetzt darauf setzen, schneller zu sein. Wie schnell so ein Skorgro ist. Ich hoffe mal, dass ich schneller bin. Ja, Gefrierer schneller. Das sollte ein One-Hit sein. Vielfach effektiv und so. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es die Boden, Flug oder Gift ist. Hm, ich glaube, es ist die Boden, Gift. Sieht für mich zumindest so aus. Okay, Space Dog ist ein guter Spezialangriff. Juwelenkraft, ja gerne. Ist das speziell? Ich glaube schon. Juwelenkraft war speziell, ne? Ja. Stärke 70. Stärke 60. Tschüss, Grimasse. Antikraft will ich noch gerne behalten. Da kann man gute Buffs kriegen. So, heile mich. Dein Skorgro war mir zu heftig. Wo hast du die Maschine her? Wo kommen diese Sounds her? Das muss Musik mit heilender Wirkung sein. Oh, ist ja schon gut sortiert. Dann brauche ich ja gar nichts ändern. Ich weiß aber immer noch nicht, ob es hier Drachen- oder Wasser-Pokémon gibt. Aber es gibt hier Trainer. Ehrlich gesagt will ich es noch nicht herausfinden. Die sengende Wüste. Die brodende Leidenschaft, die jetzt seines Kampfes. Ah, eine Poetin. Auguste. Mit Knuffenden. Wenn ich mir mal angucke, was sie so ganz rumrennt, dann ist das hier ziemlich niedlich. Och nein, darf ich gleich zurückrennen und mich heilen lassen? Na toll, Knuffenser, jetzt hast du mir alles kaputt gemacht. Hier, Schlitzer. Säure. Black. Da stirbt es wohl eher durch den Sandsturm als durch mich. Säure. Ich glaube, das stirbt gleich wirklich durch den Sandsturm. Säure. Was soll denn diese Scheiße hier? Nee, also jetzt heile ich. Jetzt will ich nicht, dass dein Crit noch im Palkia weg ist. Also Space Dua. Jetzt heile ich. Was war das denn für eine Scheiße? 25% Chance. 25%. 25%. Und ich hatte das 3 bis 4 Mal hintereinander. Ich habe nicht mitgezählt. Fragia-Beere. Toll, aber ich brauche was, um Paralyse loszuwerden. Oder ich laufe einfach ein paar Schritte zurück. Heile mich!
Oh ja, diese heilende Musik. Nein, nein, nicht nochmal. Ich wollte nicht nochmal geheilt werden. So, und dann geht's hier direkt weiter. Item. Ein Gelbstück. Damit kann ich unendlich wenig anfangen. Wo den Move davon aufwenden meist. Du da. Ja, ich bin erst die zweite Person, die dich anspricht. Ja, Pudersand. Da kann niemand was mit anfangen. Wieso kriege ich eigentlich nur Items, die G-Schnecke verstärken würden? G-Schnecke trägt bereits Überreste. Und mit Überreste bin ich sehr zufrieden auf so einem stalligen Pokémon. Nein, 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 nein. Ich mach das auf die coole Art und Weise. Bam. Da. Ein Superschutz. Ja, aber jetzt will ich jetzt rausfinden, welchen Typ die Pokémon hier haben. Und das Item einsammeln. Eine Herzschuppe. Item. Bodenjuwel. Ja, es war auch ein Boden. Du da. Ich leihe meinem Team einen Teil meiner übernatürlichen Fähigkeiten. Ja, ich meinem auch. Psycho-Bastian? Habitak. Du hast keine Chance, Psycho-Bastian. Space Door. Eigentlich bin ich ja kein Fan von Legis. Aber irgendwie hat Palkia was. Ist irgendwie ganz nützlich in so einer Windemeisernacht. Erst recht, weil es erlaubt ist. Mantax. Ja, hol ruhig Mantax. Mantax ist unglaublich einfach zu besiegen mit Space Star. Du bist ein Flugtrainer. Ja, das habe ich auch gemerkt, dass du ein Flugtrainer bist. Das war sehr effektiv. Mantax hält mehr aus, als ich dachte. Na toll, das kann jetzt ein bisschen dauern. Obwohl, wenn ich jetzt treffe, dann sollte es K.O. sein, wegen Sandsturm und so. Aber ich glaube nicht, dass ich treffe, weil ich bin nicht der NPC, siehst du? Ich bin ja nicht der NPC, ich darf sowas nicht. Aua! Ich müsste nur ein einziges Mal treffen. Und alles wäre gut. Aber ich treffe ja nur mich selber! Aua! Das tat weh. Und deswegen ist Verwirrung die nervigste Statusveränderung von allen! Weil sie einfach am stärksten frustriert. Hebde. Bitte bam. Das war heftig. So, bitte meine Juwelenkraft. Und eine, die auch trifft und nicht mich! Ich hasse Verwirrung. Verwirrung ist einfach nur Verarsche. Verwirrung ist eine unnötige Statusveränderung, die einfach nur nervt. Aus genau diesem Grund. I call Hex. Hex! Mann. Was soll denn diese Scheiße hier? Erst werde ich die ganze Zeit geparat, jetzt habe ich hier unglaubliche Hardcore Verwirrungspenetration. Irgendwie kommt mir das nicht besonders fair vor. Schlitzer. Und das war nicht mal ein Crit. Das ist unglaublich fies, was die hier abziehen. Aber Space Rod hat ja am Ende doch noch gewonnen, nachdem ich zwei Supertränke eingesetzt habe. Oder drei, ich habe mitgezählt. Hier gibt's irgendwo ein Item. Irgendwo da. Oh. Das war passend. Purpurstück. Du da. Lass uns kämpfen. Ich ändere gerade die ganze Zeit meine Position, weil ich hier irgendwie total unbequem liege. Ich sitze. Beides. Gleichzeitig. Ich bin ein Magier. Wie man gerade sieht, es ist 17.05 Uhr. Da ist eine Uhr. Da. Hier. Genau da. Wie praktisch. Oh, ein Praktibalk. Das ist ja auch praktisch.
Irgendwie ja nicht. Das ist irgendwie ziemlich unpraktisch für Space Door. Aber Space Door schafft das schon. Außer ich werde gleich wieder irgendwie paralysiert oder verwirrt. Dann schafft Space Door das nicht, weil die Paralyse und Verwirrung komplett gegen mich ist. Und der trifft jetzt nicht sich selber. Oder ich habe ausnahmsweise mal Glück. Das ging einfach. Ja, du hast verloren. Ich stimme dir ein und ich stimme dir zu, du hast verloren. Du wirst auch immer verlieren, denn du bist ein Verlierer! Verlierer! Weite Wüste, Schloss im Sand. Ich sage dir, hier ruht ein Schatz. Seit mich diese Erkenntnis ereilt hat, ist bereits ein Jahr vergangen. Ich habe den Schatz noch nie gefunden. Nein! Oh, eine Fesselwill-Mission. Schön. Ich mach die eh nicht. Hey, du da! Lass uns kämpfen. Du bist ziemlich stark, stimmt's? Ja, ich bin stark. Ich habe Space Draw! Space Draw! Ist ein fucking Palkia! Ich bin ziemlich stolz, auch ein Palkia gefangen zu haben. Mit einem Pokéball. Nicht irgendwie wie irgendwelche anderen Kacknoobs mit einem Meisterball oder einem Hyperball oder sowas. Nein, ich hab's mit einem Pokéball gefangen. So, Hardcore. Ultra. Mega. Juwelenkraft! Ja, es setzt Verfolgung ein. Der Sandsturm fügt mir ganz schön Schaden zu. Antikraft. Pam. Voll aufs Maul. Tschüss, Kramsche. Level 21. Die Level-Ups sind ziemlich heftig. Der Spezialangriff ist auch ziemlich heftig. Das haben... Gibt's viel Geld. Aber noch lange nicht so viel Geld wie andere Leute. Ein Nugget. Den hätte ich vorhin verkaufen können, wenn ich ihn vorhin schon gehabt hätte. Gibt es irgendwie noch einen Eingang nach drin? Ja, ne? Ich dürfte drin noch Pokémon fangen, ne? Eigentlich dürfte ich das. Ist ein anderes Gebiet. Ja, ich darf nicht durchlaufen. Außer ich laufe so durch. Dann darf ich das. Oh. Ich wusste nicht, dass du kämpfst. Ich stehe in einem Strudel. Hör auf, gegen mich zu kämpfen. Lass mich erst aus dem Strudel rausgehen, Umberto. Oh, ein Pi. Wie süß. Das gibt bestimmt wenig Erfahrungspunkte. Los, Space Door. Hau ihm mit deiner Aquawelle ins Gesicht. Aquawelle. Zauberblatt. Soll ich jetzt Aua sagen? Nö. Aquawelle. Ich bin stolz auf Space Door. Space Door ist cool. Auch wenn Space Door irgendwie unglaublich heftig von Verwirrung und Paralyse beeinflusst wird. Ja, ich bin stark. Was in aller Welt ich bin? Ich bin ein Mensch. Space Door nicht, aber ich. Hallo. Auch hier nur zu stehen und schon erfüllt mich eine seltsame Macht. Was? Was hast du denn geraucht? Und Zerat hat ein Stollrack. Diesen Stollrack werde ich kurz im Prozess machen. Los, Space Draw! Obwohl, werde ich das? Na, ich glaube schon, werde ich. Ich wüsste nicht, was der Heftiges haben könnte. Aquawelle. Tschüss, Stollrack. Level 22. Tschüss, Montserrat. Du warst unglaublich mächtig. Also, es war richtig heftig hier. Hatte ich richtig Schiss vor. TM Eiszahn. Oh, die könnte ich sogar jemandem beibringen. Guck ich mir mal erstmal die Werte meiner Pokémon an, bei wem es das lohnen würde. Erstmal gar bei Gefrierer. Ich kenne die Werte von dem nicht so. Spezialangriff und Angriff sind komplett gleich. Und davon wurde Angriff gesteigert ist durchs Wesen. Der Spezialangriff. Könnte ich ihm eigentlich beibringen, statt Kopfnuss oder statt Biss. Ja, die lohnt sich gar nicht. Bei dir vielleicht sogar noch. Mal gucken, was er überhaupt lernen kann. Du hast einen Fluchtseil. Stimmt, das ist der Mitnahme, ne? Hast du doch, ne? Du hast Mitnahme. Jupp.
Soll ich mal aufpassen, was der gute Catnapper so mitnimmt. So, wo haben wir denn die Eiszahn? Das wird ja nach der Nummer der TM gemacht, also mal gucken, wer es lernen kann. Space Dwarf kann es lernen und G-Schnegel kann es lernen. Ich weiß nicht, wie der Angriff von G-Schnegel ist. Aber ich denke, ich werde es für Kraftreserve reinmachen, weil Kraftreserve scheiße ist. Ja, Kraftreserve ist weg und Eiszahn ist da. Jetzt ist G-Schnegel unglaublich mächtig mit Eiszahn. Ich sehe es schon kommen. Wie G-Schnegel mit seinem Eiszahn alles zerstört. Das wird richtig heftig. Hier drin ist mir gar kein Pokémon begegnet. Das finde ich jetzt merkwürdig. Gegen dich kämpfe ich jetzt noch. Nur du kämpfst gar nicht. Hier, dann halt die Klappe. Dann kämpfe ich noch gegen den da. Und du willst, womit mein Rucksack gefüllt ist, wirst du mich schon besiegen. Ich denke, dein Rucksack ist gefüllt mit Tränken, Pokebällen und Schutz. Oder mit Spoinks. Er ist gefüllt mit Spoinks. Mit ganz vielen Spoinks. Weil wenn Spoink besiegt wird, wissen wir ja alle, ist es tot. Denn sein Herz schlägt nur, wenn es hüpft. Und da es nicht mehr hüpft, wenn es besiegt ist, naja, kann man sich ja schon denken, ne? Aquavelle. Spoink wurde verwirrt. Spoink ist verwirrt. Spoink ist Psychstrahl ein. Sollte aber nicht allzu viel Damage machen. Ich meine, es ist ultra hardcore Pokémon. Aquavelle und dann ist das hier erledigt. Das ultra hardcore Pokémon heißt Palkia. Ich hab's mal vergessen. Du hast noch heilen und dann beende ich den Pout. Dann können wir im nächsten Party weitermachen. Nachdem ich das Item aufgesammelt habe. Indigo-Stück. Ich glaube, ich weiß sogar schon, wie ich den Part nenne. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, wie ich den Part nenne. Denn dieser Part war eindeutig unfair. Heile mich. Ich wollte gerade vorspulen, aber ich habe mir gedacht, nee, nicht mit mir. So, das war's dann für heute für Schwarz 2, Randomizer Nuzlocke. Und ich beende jetzt hier den Part. Ciao.